Grüezi, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute startet unser Tag direkt im Dorf Makanine. Die gut 2000 Leute, die hier leben, haben Grund zur Freude. Unser Brunnen konnte nämlich fertig gebaut werden und ist parat zum Wasser rauslassen. Ein grosser Moment für die Dorfbewohner, die ihren neuen Brunnen mit einem Freudenfest einweihen. Lauter singende, tanzende und klatschende Menschen. Auf dem Brunnenplatz herrscht ausgelassene Stimmung. So feiern die Leute von Makunine den Moment, wo sie zum ersten Mal Wasser können aus dem Brunnen lassen können. Vor einem wichtigen Augenblick aber alles von vorne. Mit einer offiziellen Zeremonie startet das grosse Fest. Mit dabei Behördenmitglieder und Vertreter von World Vision. Und es ist Besuch aus der Schweiz angereist, genau gesagt aus Hallau. Es ist der Peter Rahm von der Firma Rimus, der den Brunnen finanziert hat. Dankesreden werden für uns von der Lokalsprache Tschopé ins Englisch übersetzt, auch wenn Sonic-Szenen für sich redet. Wir danken so fest für das Geschenk. Es war eine lange Leidenszeit. Jetzt haben wir eine Lösung, dass wir Wasser bei den Häusern haben. Es ist ein Triumph für uns. Daneben finde ich es grossartig, dass Menschen aus der Schweiz Geld geben, um so Brunnen zu bauen. Der Peter Rahm hat sich vor Ort selber ein Bild machen, wie die Hilfe ankommt und ist beeindruckt. Er erinnert sich an den Moment, wo er zum ersten Mal von der Brunnenbauaktion mit Teletop gehört hat. Ich denke, das ist eine gute Sache, weil viele Leute involviert werden, sich auch mit dem näher auseinandersetzen. Vielleicht auch, und das ist mir jetzt natürlich vor Ort so gegangen, ich bin einfach mega dankbar für das, was wir haben in der Schweiz, an Infrastruktur. Es wird einem da wieder weniger bewusst und da finde ich, das ist auch etwas, was ich jetzt mit teilnehme. Als wichtiger Teil der Zeremonie beten die Bewohner lang und intensiv für ihre neue Wasserquelle. Die ist gerade für die Frauen und Kinder ein riesen Gewinn. Ich will einfach Danke sagen. Jetzt müssen wir nicht mehr den weiten Weg zurücklegen zum Wasser holen. Das ist so schön. Ich werde viel Zeit gewinnen für meine Aufgaben als Hausfrau. Mehr Zeit für aufs Feld, Zeit, um mich um meine drei kleinen Kinder zu kümmern. Der grosse Moment ist gekommen. Als Vertreter von Rimus und Teletop dürfen Peter Rahm und ich als erstes den Brunnen bedienen. Und sauberes, klares Wasser sprudelt raus. Allen voran probieren die Kinder von dem kostbaren Nass vom Grundwasser, das so sauber ist, dass man es bedenkenlos direkt trinken kann. Der Brunnen wird von allen Seiten belagert. Jeder möchte ihn einmal bedienen. Und mit drin ein überwältigter Brunnensponsor. Es ist unglaublich bewegend, hier drinnen zu sein. Es sind mir gerade so Freudentränen gekommen. Es hat mich wirklich gerade so mitgenommen. In dem ganzen Sinne ist auch ansteckend die Lebensfreude von diesen Leuten. Und sich das immer ein bisschen vorgestellt. Aber wenn die Leute da sind, dann ist es einfach nochmal ganz anders. Und es ist wunderschön. Der Besuch hier in Mosambik ist für den Hallauer eine wertvolle Erfahrung. Motiviert zum Helfen ist er durch seinen Glauben. Da hat der Vater und der Onkel schon vorgelebt. Aus einer christlichen Überzeugung heraus, dass das, was wir überkommen, im Überfluss haben, dass wir das an Leute weitergeben, die es nicht so gut haben. Und da probiere ich es so weiterzuführen, in der gleichen Art und Weise. Die frischgebackenen Brunnenbesitzer müssen sich keine Sorgen machen, dass da irgendwann das Wasser ausgeschöpft ist. Der Grundwasserspiegel in 80 Meter Tiefe ist das ganze Jahr genug hoch. Trotzdem ist es wichtig, dass der Brunnen gepflegt und technisch gewartet wird. Und das ist auch am Dorfchef bewusst. Meine Hoffnung ist, dass der Brunnen für eine ganz lange Zeit hält. Dass unsere Leute ganz viel lernen, um ihn warten und instand zu halten. Meine Leute haben jetzt schönes, gutes, trinkbares Wasser und mehr Zeit für andere Aktivitäten. Vorher haben wir trotz grossem Aufwand zu wenig Wasser gehabt zum Trinken. Der Brunnen soll lang leben. Die Wartung des Brunnen liegt jetzt in den Händen des neu gegründeten Wasserkomitees. Das gehört zum Nachhaltigkeitskonzept von World Vision, damit Bewohner selber Verantwortung übernehmen. So hofft auch Peter Rahm für den Brunnen. Dass sie sich da wirklich engagieren, auch mit dem Wasserkomitee. Das sind alles gute Ansätze, wo ich eigentlich zufrieden bin. Ich muss sagen, da bin ich guter Dinge, dass es gut kommt. Unser Brunnenbau zu Mosambik ist geglückt. Da ist für die Bewohner ein wichtiger Grundstein gelegt worden für bessere Lebensbedingungen. An vielen anderen Orten wird aber noch dringend Hilfe gebraucht für genug sauberes Trinkwasser.
Meine grosse Hoffnung ist, dass auch in Zukunft so Hilfe nie aufhört. Ich hoffe, dass es mehr solche Brunnen gibt, weil da leben ja sehr, sehr viele Menschen. Ja, das wünsche ich mir. Hey, Matt, wir kommen zu den Guten.